Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Waterdrop-Adventskalender für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit Waterdrop habe ich ja schon seit einiger Zeit eine Kooperation. Ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit fing das ungefähr an. Und ja, dieses Jahr im Sommer habe ich euch, glaube ich, ziemlich zugespammt immer mal wieder, weil ich unfassbar viel von den Waterdrops natürlich in den Videos auch getrunken habe. Jetzt habe ich hier den Adventskalender. Das ist die ganz, ganz große Variante, die 129,90 Euro kostet und einen Produktwert von 210 Euro beinhalten soll. Und ich weiß jetzt schon, dass ich so gut wie alle Waterdrops, die da drin sind, lieben werde und auch alle Microdrinks und wie gesagt, Kooperation. Ich habe auch für den Adventskalender einen Code, damit kannst du 15% sparen. Das ist Claudi15. Hey, ich habe ganz vergessen, dass ich tatsächlich zwei dieser wundervollen Adventskalender verlosen darf. Also es wird zwei Gewinner geben. Die Verlosung geht auch tatsächlich nur zwei Tage, also 48 Stunden. Und alle weiteren Bedingungen stehen unten in der Infobox. Super wichtig, folgt bitte nicht nur meinem Kanal, sondern auch dem von Waterdrop. Und genau, alles weitere unten in der Infobox und zwei Gewinner, Leute. Mega geil. Also vielen Dank an Waterdrop für die Möglichkeit. Viel Glück. So, hier haben wir ihn. Wunderschön, ne? Ja, ja, es ist schon cool. Es ist natürlich ein Adventskalender, wo du nicht ausschließlich diese Microdrinks und sowas drin hast, sondern auch Tools. Und man kann wählen zwischen einer Bottle und einem Tumbler. Also quasi, ob man in der 24 eine große Flasche drin haben möchte oder halt eine Steel, also eine Stahlflasche quasi. Ne? Das finde ich ziemlich cool, dass man da wählen kann. Und ja, Design, wunderschön, aber ich möchte wirklich einfach reingucken. Und wir starten schon mal mit etwas sehr Schwerem in der Nummer 1. Oh ja, ich sag's immer wieder, Leute, Duftkerzen gehören in jeden Adventskalender und hier haben wir auch eine drin. Oh mein Gott, ist die schön. Das ist so ein Marmor-Design und die fühlt sich sehr schwer an. Muss ich also, wow. Die riecht auch ganz, ganz dezent. Nach einem guten Damenparfum, hätte ich jetzt dazu gesagt. Und ich finde die ja richtig schön. Du kannst natürlich das Glas auch einfach aufbewahren. Da ist ja kein Brand-Gedönsen dran oder so, ne? Und dann, wenn die halt abgebrannt ist, einfach ein Teelicht reinfüllen. Und ja, so schaut die einfach aus. Finde ich extrem schön, hat die gleiche Form. Doch hier hast du ein kleines Waterdrop-Symbol. Aber das finde ich nicht schlimm, sehr subtil. Ich finde die beautiful und die wird bei uns verwendet. Geil. Boah, die riecht gut. In der Nummer 2 haben wir Waterdrops drin. Und zwar die Microdrinks in der Geschichte Vibe. Die sind mit Physalis, Rosmarin und Pfefferminze. Mag ich sehr gerne. Hier haben wir 12 Stück drin. Und ich finde die klasse. Also du sparst damit ja auch ordentlich was an Verpackung und an Transportkosten und Transportemissionen und so weiter. Deswegen stehe ich einfach voll auf diese Drops. Ne? Ich persönlich gebe mir die wirklich auf einen kompletten... Kanister wollte ich gerade sagen, nee, auch nicht Kübel. Ach Mensch, auf ein großes Ding halt, auf ein Tumbler halt, ne? Also ich glaube, da sind 600 Milliliter drin und man sagt auch 400 bis 600 Milliliter für einen Drop und das ist vollkommen ausreichend und ich mag das gern. Ich freue mich so. Wow, die Nummer 3 ist einfach lang und riesig und hier haben wir schön Strohhalme drin, 1A. Also ich verwende auch jetzt gerade, wenn ich die ganzen Adventskalender-Unboxings drehe, ne? Habe ich auch immer einen Kaffee oder was zu trinken rumstehen. Jetzt gerade nicht hier, aber hinten. Ich habe eben meinen Freund begrüßt und wir haben zusammen einen Kaffee getrunken. Und weil ich halt einen Lippenstift trage und da nicht den Lippenstiftrand an den Gläsern oder an der Tasse dran haben möchte, trinke ich dann alles aus Glasstrohhalm. Und deswegen ist es für mich perfekt. Und es ist so eine schöne milchige Geschichte. Da steht auch Waterdrop drauf. Hier hast du auch noch so einen Pfeifenreiniger für die Strohhalme mit dabei. Ne? Finde ich total super. Also geiles Produkt. In der Nummer 4 haben wir ein Produkt drin, was man als Micro-Tea trinkt, also quasi in einem in heißem Wasser als Tee halt. Das ist White Blossom Micro-Tea, das ist so ein Dreier-Sachet hier drin. Und das hat die Geschmacksrichtungen weißer Tee, Heidelbeere und Lindenblüte, ist also eher so als ja, Früchtetee, ne, zu trinken. Ich persönlich mag es auch ganz gerne, das als kaltes Getränk im Sommer zu trinken, je nachdem, wie ich so Bock drauf habe. Cool ist dabei, dass du bei den meisten Micro-Tees auch das hast, wenn du das wirklich in heißes Wasser reinmachst, dass dann am Ende so eine Art Blume hochkommt und das sieht einfach hübsch aus. Oh, auch die Nummer 5, der Tag von Nikolaus, ist ein großes Produkt. Was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Da kann man doch vielleicht seine Micro-Teas oder Micro-Drinks reinmachen? Nee, ich glaube, das ist ein Ständer zum Trocknen von der Flasche.
da passen die Drops nämlich gar nicht so rein. Das heißt, du stellst die zum Trocknen über Kopf hier so drauf. Das ist natürlich richtig geil. Und dann kann die halt trocknen. Schön. Oh, geil. Zu Nikolaus bekommen wir eine neue Sorte. Richtig cool. Waterdrop Flair Micro Drink. Drink Cold mit Holunderblüte, Lindenblüte und Himbeere. Das hört sich doch mal sehr, sehr ansprechend an. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch hier sind so 12 Stück drin. Kann man hier hinten drauf gucken und dann kommen die raus. Ich lieb's, ne? Also ich werde euch da auch in den nächsten Videos demnächst ein bisschen quasi die Produkte in Anwendung zeigen, während ich sie quasi trinke. Mag ich. Oh, die Nummer 7 enthält auch wieder eine Sorte von einem Microdrink, den ich richtig gerne mag, und zwar Relax. Da sind auch 3 Stück wieder drin und der schmeckt eher fruchtig und chillig und mag ich und finde ich klasse. Der schmeckt nach Hibiskus, Aronia und Acerola, also ne, sehr fruchtig, lecker, nom. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir auch wieder ein Produkt drin, was richtig schön eingepackt ist. Also das sind so schöne Gläser von Waterdrop. Die habe ich auch immer wieder bei uns in Anwendung. Da habe ich auch mehrere mittlerweile von. Und das finde ich schön. Das ist von außen nämlich auch glatt. Und das mag ich gerne leiden. Ne? Das ist ein schönes Glas. Wirklich schön. Haben wir auch viel als Wassergläser so jetzt bei uns stehen. Ne? Da habe ich halt verschiedene Ausführungen von den Gläsern und mag ich einfach gerne leiden. Das sieht einfach hübsch aus. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein bisschen Liebe freuen. Auch die mag ich richtig gerne. Das sind die Waterdrops Love. Die sind mit Granatapfel, Goji-Beere und Shisandra. Und da sind auch wieder 3 Stück drin. Ja, ne? Lecker. Das finde ich auch super. In der Nummer 10 haben wir Geschirrtücher drin. Haben wir jetzt echt witzigerweise häufiger in Adventskalender mit dabei. Ich feiere das aber hart, weil ich letztens erst unsere ganzen Geschirrtücher aussortiert habe. Und das ist in dem gleichen Design, dieses Marmor-Design, wie auch die Duftkerze. Das mag ich sehr, sehr gerne leiden. Finde ich sehr hübsch. Fühlt sich auch schön an. Ich weiß gar nicht, aus welchem Material das ist. Organic Cotton. Kann sie bei 40 Grad waschen. Ja, finde ich gut. In der Nummer 11 darf uns wieder warm ums Herz werden, denn hier haben wir wieder Micro-Tea drin. Das ist jetzt Fruit Fusion, auch wieder 3 Stück davon. Und das ist auch eher früchtemäßig vom Geschmack her. Hagebutte, Heidelbeere und Hibiskus mag ich gerne. Und cool bei diesen Waterdrops ist halt auch einfach, und auch bei den Micro-Drinks, ne, dass du halt irgendwie pro Drop nur 4 Kilokalorien hast. Also wen das interessiert, das ist halt auch eine super Alternative zu Fruchtsäften und sowas. Ne? Oh, zur Halbzeit haben wir wieder ein kleines Geschenkchen hier drin. Oh ja, sowas ist, ich finde das schön, die haben das alles in diesem Marmor-Design gemacht. Das ist so eine kleine Schatulle, wenn du quasi deine Micro-Drinks und Micro-Teas mit ins Büro nimmst oder für unterwegs, ne? Oder wenn du, ja, im Restaurant reinmachen sollte man das ja eigentlich eher weniger, aber wenn man unterwegs ist, dass man da einfach immer die Möglichkeit hat, halt an seine Waterdrops dranzukommen, so hast du die halt schön sortiert in deiner Handtasche oder so. Und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil an normales Wasser kommt man ja immer ganz gut ran, aber an, ja, geschmackvolles Wasser, nur wenn man da vielleicht was anderes reinmacht, wie zum Beispiel Waterdrops. So. Am 13. Dezember ist ein bisschen Zen angesagt, ein bisschen Chili Milli. Das schmeckt sehr zitrisch halt. Ne? Wir haben hier drin Sternfrucht, Zitronengras und weißer Tee. Also das ist also ja, nicht, ja halt ein bisschen saurer, ne? Aber mag ich auch sehr, sehr gerne. Sehr erfrischend, tatsächlich auch im Sommer. Schön. In der Nummer 14 haben wir einen kleinen Umschlag. Ach, guck mal, ja, da sind Aufnäher drin, okay. Das ist irgendwie witzig, oder? Brauche ich jetzt nicht in einem 130 € Adventskalender. Kannst du einfach aufbügeln, ne? Irgendwie auf eine Tasche oder auf was auch immer. Und da sind dann halt so Blumen drin. Das hier finde ich persönlich richtig schön. Das könnte ich mir sogar vorstellen, das auf eine Tasche aufzunähen. Ich habe so eine Tasche, mit der ich immer mit Sammy spazieren gehe. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die 3 da einfach aufbügeln werde. Ja, wir haben ein Bügeleisen. Ich nutze zwar kein Bügeleisen, aber wir haben eins. Für den Fall der Fälle. Oh, die sind geil. In der Nummer 15 haben wir den Micro Drink Shiro oder Shiro mit 12 Drops drin. Das ist mit Kirschblüte, Malve und Ginseng. Ne? Warum mir das wohl gefällt, man kann es sich kaum vorstellen. Das ist eine Sorte, die jetzt relativ neu dieses Jahr rausgekommen ist. Und die habe ich so gesuchtet. Also die fand ich extrem lecker. Gerade im Sommer war das ein Traum. Und ja, freue ich mich drauf. Oh, in der Nummer 16 haben wir auch wieder so eine kleine Schachtel drin. Ist das Seife? Witzig. Ich glaube, hier ist Seife drin. Ja, es ist einfach ein Stück Seife. Das ist ja auch mal interessant, ne? Wusste ich gar nicht, dass Waterdrop sowas auch bei sich im Sortiment hat. Eine weiße Seife mit 100 Gramm. Und ja, das ist einfach ein Stück Seife.
Hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber finde ich irgendwie ganz fancy. Oh, in der Nummer 17 haben wir auch ganz, ganz leckere Micro-Drinks drin. Und zwar ist es die Sorte Nero mit 80 Milligramm natürlichem Koffein. Und die werden halt so echt dunkel, wenn die ins Wasser kommen. Und das wird so fast schwarz, sehr, sehr dunkel lila. Hier haben wir drin Brombeere, Kolanuss und Guarana. Passend zum Start in die Weihnachtswoche werden wir am 18. Dezember von einem Micro-Tea begrüßt. Da sind 3 Stück drin. Mellow Mint, also quasi sehr minzig. Und sowas ist halt so eine gute Alternative zu ganz normalem Kamillen- oder Pfefferminztee. Ne? Das trinke ich auch ganz gerne kalt tatsächlich. Bin ich auch sehr, sehr merkwürdig unterwegs, aber ich mag es halt gerne. Mit Minze, Zitronen, Verbene und Apfel. Ne? Bei dem Adventskalender ist es übrigens auch so, dass man den, wenn er leer ist, halt komplett im Papiermüll entsorgen kann, was ich sehr, sehr cool finde, weil von innen ist es auch komplett mit Pappe befüllt. Die Nummer 19 ist einfach riesig. Oh ja, wie praktisch. Hier haben wir nämlich einen Flaschenreiniger drin. Das finde ich super. Wir haben ja ganz viele von den Flaschen mittlerweile, eben durch die Kooperation und so, ne? Und wir haben das öfters, wenn wir die auch in die Spülmaschine packen, dass die dann quasi nicht ganz sauber rauskommen, weil du hast ja auch ein paar andere Sachen noch nicht ganz so abgespült in der Spülmaschine drin. Und dann kannst du hiermit einfach mal die Flaschen reinigen. Hier unten haben wir, ich denke, so ein Bambusstiel dürfte das sein, oder? Das kommt bei uns direkt an die Spüle und da wird mein Freund sich, glaube ich, auch ziemlich drüber freuen, weil wir schon öfters festgestellt haben, dass wir sowas brauchen. In der Nummer 20 haben wir einen Tee drin, der es in sich hat, Leute, das muss ich euch mal sagen. Den habe ich nämlich gestern noch erst getrunken. Das ist nämlich mit Ingwer, der hat so eine leichte Schärfe. Das ist der Micro Tea Oriental Spice, da sind 3 Drops von drin. Und ich finde den lecker, aber der heizt echt durch, ne? Ingwer, Kurkuma und Chili, ne? Mensch, dieses Jahr haben wir echt viele von diesen Dingern da drin. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. In der 21 haben wir nämlich wieder so eine Box. Ach, cool. Ich glaube, hier haben wir das zweite Trinkglas. Das finde ich 1A. Dann hat man nämlich so ein schönes Trinkglas-Set hier, ne? Mag ich gerne leiden. Und auch in der Nummer 22 haben wir ein kleines Schächtelchen. Ah ja, das ist auch praktisch. Und zwar ist das ein Ersatzverschluss für eine Flasche, also für eine Stahlflasche in dem Falle. Ja, sehr, sehr praktisch, kann man sehr gut gebrauchen. Wir persönlich haben ständig die Dinger verloren. Deswegen, klasse. Wir persönlich. In der Nummer 23 haben wir auch eine neue Sorte und zwar ist das Sky, auch wieder 12 Stück, mega lecker. Ananas, Erdbeere, Passionsfrucht und Kaktusfeige, das kam auch dieses Jahr raus. Das ist super fruchtig, lecker, erfrischend, angenehm, also richtig, richtig toll. Mochte ich gerne leiden und mag ich immer noch gerne leiden und werde ich demnächst noch viel lieber leiden mögen, weil ich es wieder leer trinken kann. Hier oben haben wir dann die Nummer 24. Oh, und auch hier haben wir dieses Marmor-Design. Oh mein Gott, wie schön! Der Tumbler ist einfach komplett in diesem Marmor-Design. Das feiere ich hart. Das finde ich echt klasse. Oder die Bottle ist das. Das ist die Bottle-Klaudinchen. Und hier oben hast du halt den Verschluss, den man dann ja auswechseln kann. Oh, cool. Und da kannst du dann deine Tees drin aufbewahren, ne? Also aufbewahren, reinmachen und dann quasi mitnehmen. Ist das hier oben ein Trinkverschluss? Jau, wie geil. Guck mal. Da musst du die Flasche gar nicht aufdrehen und kannst da direkt draus trinken. Das finde ich klasse. Also hammermäßiges Nummer 24er Produkt. Aber Leute, es gibt noch ein Kläppchen Nummer 25. Und das finde ich halt mega geil. Wir haben, wie gesagt, noch ein 25. Kläppchen hier mit dabei. Und da ist so ein Jahresplaner drin. Ein Weekly Notebook 2021 bis 2022, auch in diesem Marmor-Design. Also das haben die sich echt schön ausgesucht. Das mag ich richtig gerne leiden. Und ja, hier hast du halt ganz normal, finde ich ja mega praktisch, die Woche und daneben hast du halt Notizmöglichkeiten. Also das wird perfekt auch für mich, für meine Planung werden. Also werde ich verwenden, 1A mag ich. Das war er nun, der What a Drop Adventskalender von 2021. Ihr hättet auch nicht damit gerechnet, dass wir so viele Nicht-Getränke dabei haben, oder? Und ich finde, dass wir coole Sachen dabei haben. Das Einzige, wo ich sage, hätte nicht unbedingt sein müssen, sind diese Aufbügelviecher. Ansonsten, alle Produkte feiere ich hart. Finde ich richtig cool, brauchbar, nützlich. Und wenn man halt so ein Fan von Waterdrop ist, so wie ich es bin, macht es durchaus Sinn, sich diesen Adventskalender zu holen, weil du halt eine enorme Ersparnis daran hast. Du hast dann halt eine Flasche oder halt also eine Bottle oder einen Tumbler mit dabei. Du hast die Gläser mit dabei, dies, das, Ananas, die Reinigergeschichte, die Kerze, die ich einfach voll schön finde. Also ich weiß nicht, ob ich die einzelnen Produkte dort auf der Homepage finden kann, aber es wurde halt 210 Euro Warenwert ausgerufen und da
glaube ich den auch einfach mal. Wie gesagt, Claudi15 gibt 15% auf diesen Adventskalender, was halt echt ganz schön viel Geld ist. Und was ich cool finde und gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Ich werde mir diesen Adventskalender auf jeden Fall hart gönnen und ihn auftrinken und benutzen und meine Freude daran haben. Haben die echt klasse gemacht. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!